Gina Mahsa Amini. Heute sind wir da, um ihr Solidarität zu zeigen. In Iran hat sich eine junge Frau, Gina Mahsa Amini, gegen die politische Instrumentalisierung der Religion gewehrt. Mahsa Amini wollte nicht nur ein freies Herz, sie wollte auch ihren Körper vom Zwang befreien. Sie hat es mit ihrem Leben bezahlt. Freiheit ist ein Menschenrecht. Die Freiheit der Selbstbestimmung ist Gott gewollt und Gott gegeben. Ohne Freiheit kann es keinen Frieden geben. Für diese Freiheit hat sich Mahsa Amini eingesetzt und dafür setze ich auch mich ein. Tragischerweise erleben wir ein weiteres Mal, wie Menschen im Namen des Islams die Grundwerte des Islams mit Füßen treten. Das ist paradox. Mit Zwang kann kein Tyrann, keine Regierung jemals etwas erreichen. Wir müssen dafür sorgen, mit unserer Solidarität, dass sie es auch nicht tun können. Wir müssen laut sein, wir dürfen nicht schweigen und zeigen, dass sie es sich nicht leisten können.